Hey Leute, das ist jetzt das Video, über das ich gesprochen habe in meinem Summoning Guide. Und ja, ich wollte einen Guide machen für neue Leute, für Midgame, wie man am besten vom Early Game ins Endgame kommt. Wie was man macht mit Runen, mit Giants farmen, wann man Essenzen farmt und so weiter. Das möchte ich gerne alles machen, während ich den Account hochspiele. Wie ihr schon gesehen habt, der Account heißt genauso wie mein normaler Account. Die Sache ist, ist sozusagen mein zweiter Account auf dem Asia-Server. Das heißt, auch Leute, die gerne Showcases haben wollen auf dem Asia-Server, die können mir jetzt auch gerne Bescheid sagen. Ich werde sie dann mit dem Account adden und kann dann da dasselbe machen. Genau. Ich habe schon ein bisschen angefangen mit dem Ganzen. Ich habe hier ein paar Monster schon bekommen. Den Drunken Master von der ersten Crystal-Sammlung, glaube ich, die ich gemacht habe. Und ja, das andere ist halt alles aus den Stages und so weiter. Die Lulu habe ich mir im Shop gekauft. Den Garuda habe ich mir voll gerade auch im Shop gekauft. Deswegen ist er noch nicht gemacht, aber er wird auf jeden Fall mein fünfter Member werden. Was ich mir gerade für mein Team vorgestellt habe, ich werde Lulu nehmen, werde erstmal den Windvagabund nehmen, bis ich ein anderes Monster für ihn bekomme. Er wird mein Defense Breaker erstmal. Ich werde Sieg nehmen. Den Garuda. Also für meine Dungeons benutze ich, für meine Kampagnen-Stages benutze ich gerade den Drunk Master, die Hole, den Vagabund und meinen Höllenhund, mein Sieg. Und mit dem kloppe ich mich jetzt erstmal ein bisschen durch die Dungeons durch. Das Grundlegende habe ich jetzt erstmal gemacht. Wenn man das Spiel anfängt, dann will man erstmal nur schauen, dass man die Sets hat. Ich habe meinem Höllenhund weil er ein Damage Dealer ist, ein Fatal-Set gegeben und ein Energy-Set. Weil das ist das, was man am Anfang farmen kann. Und so sollte das Ganze auch ausschauen. Was für Runen drauf sind, spielt im Prinzip ganz am Anfang gar keine Rolle. Hauptsache, man hat einfach mal diese Sets drauf. Er auch, er ist auch eher ein Damager. Und genau, deswegen hat er auch ein Fatal-Set. Was bei ihm ein bisschen anders ist, ich habe schon eine ganz gute Rune bekommen. Das ist hier diese HP-Prozent-Rune. Ist eigentlich auch nicht das, was man haben will, weil eigentlich will man ja Attack-Prozent haben auf einem Attacker. Aber jetzt erstmal am Anfang lohnt sich für mich auch die HP. Später werde ich die Rune wahrscheinlich ausmustern, weil eine Fail-Rune mit HP-Prozent nicht so lohnenswert ist. Aber es war eine 3-Sterne-Rune mit HP-Prozent, deswegen konnte ich gleich mal was damit anfangen und habe sie ihm gleich gegeben. Meine Haut hat einfach nur Full Energy, weil sie ist ein Heiler. Ich will nur, dass sie ein bisschen mehr Leben hat, mehr aushält. Für mehr reicht es gerade noch nicht. Die Runen sind mir auch crap. Aber Hauptsache, ich habe mein Set. Genauso wie bei ihm. Er muss auch nur tanky sein, deswegen hat er auch erstmal das Energy Set, was hier die Runen für Werte haben, spielt auch noch keine Rolle, weil das ist noch ganz am Anfang. Mein erstes Ziel ist jetzt erstmal, ich möchte im Level aufsteigen und so weit in den Szenarios kommen, wie es geht. Das Ganze habe ich so gemacht, ich habe erstmal den Wald gefarmt, auf normal, habe geschaut, dass ich alle Stages freischalte und habe dann die Stages gemacht, dass ich die Runen bekomme. Was manche noch nicht wissen, wenn man jetzt zum Beispiel hier den vierten Stage macht, dann bekommt man nur die Rune für den Vierer-Slot. Wenn man den sechsten Stage macht, nur die Rune für den Sechser-Slot und so weiter. Das ist für jeden Stage so. Beim Boss-Stage ist es ein bisschen was anderes. Beim Boss-Stage kann alles droppen, aber die Runen sind ein Level höher wie normal. Wenn man alles auf normal macht, bekommt man entweder ein Sterne oder zwei Sterne Rune. Wenn man die Boss-Stage macht, hat man eine Chance, dass auch eine 3-Sterne-Rune droppt. Das ist so der Unterschied zum Boss Stage. Aber bei Boss Stage kann halt jede Runde droppen. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich einen Hard Mode von dem Stage und von dem Stage, dass ich mir auf 2, 4 und 6 für meine Hauptmonster Attack Prozent und HP Prozent Runden farmen kann. Dass es funktioniert, muss ich meine Monster erstmal leveln. Und deswegen gucke ich, dass ich hier ein bisschen weiterkomme. Gerade hänge ich hier. Deswegen farme ich gerade im Wald von Garen den Boss Stage. Weil hier eben mit einer geringen Chance auch HP-Prozent Runen droppen können für die Slots, die ich haben will. Das Problem ist, hier sind nur drei Monster, deswegen war ich gerade vorhin am Farmen. Hier glaube ich, genau, weil hier bekam ich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte hier und habe mit meinen vier Monstern das hier gefarmt, weil ich ja die erstmal leveln möchte und die erstmal auf das 3-Sterne-, 4-Sterne-Niveau bringen muss. Und das ist gerade das, was ich mache. Das werde ich auch off-camera so ein bisschen weitermachen und ich gucke halt, dass ich mich hier so ein bisschen weiter vorkämpfen kann. Und ja, das ist so das, was ich gerade mache. Als für meine Dungeons-Teams möchte ich den Garuda dann noch mit einbinden, den
einen Wassergaruda zusätzlich. Die restlichen Monster werde ich loswerden, was hier sind. Aber die werde ich verfüttern, sodass es nützlich ist. Der Lichtgaruda ist meiner Meinung nach nicht gut, deswegen werde ich ihn später mal an Economia verfüttern. Aber da gucken wir mal. Vielleicht auch an irgendwas anderes, je nachdem. Genauso wie ich sie nicht so cool finde, deswegen werde ich sie auch loswerden. Ich wollte euch nur mal sagen, dass ich jetzt hier so einen Beginner-Guide mache und schon mal ein paar Infos mit einstreuen, was man so ganz am Anfang macht. Aber wie gesagt, viel sieht man noch nicht, weil es ist erst ein Level 8-Account. Also, solange ich jetzt nicht mit meiner nächsten Mystical Scroll 5-Star-Monster ziehe, kann ich nicht die nächsten 5 Schritte überspringen. Und davon gehen wir jetzt auch nicht aus. Genau, ich wollte euch nur mal wissen lassen, dass ich das mache und dass jetzt auch die Möglichkeit besteht für die Asia-Leute, dass ich einen Showcase mache, weil ich eben diesen Account habe. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wobei es für mich jetzt schon fast vorbei ist, dann wird es bei euch auch fast vorbei sein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.